Hey Freunde, was geht ab und damit herzlich willkommen zu einem weiteren YouTube-Video vom Kanal. Schön, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt. Ja, heute probieren wir mal eine Skywars-Challenge und zwar die Bad Wars und Skywars-Challenge. Und zwar probieren wir heute eine Runde mit dem BW-Kit zu gewinnen. Wir schauen einfach mal, ob wir das schaffen werden. Ihr dürft natürlich hauptsächlich nur die Items von dem BW-Kit benutzen. Außer Essen, also nehmen wir den Knockback-Stick und das Schwert, sollten wir nicht mehr wechseln. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit diesem Video. Auf, los geht's los. So, dann sind wir hier schon in der ersten Runde. Wir bauen uns direkt zum Gegner rüber. Ich weiß nicht, ob das so taktisch klug ist. Blöcke und Essen dürfen wir uns natürlich trotzdem noch aus der Chest rausnehmen. So, wir haben hier einen P-Web. Also er kommt schon ordentlich. Ja, wir haben hier den ersten Kill. Let's go. Und hat er sich gesaved. Nein, okay, sehr nice, sehr nice, sehr nice. Es war zwar sehr gefährlich, aber wir haben es überlebt. Immerhin. Und da lebt nur noch ein Spieler. Wir brauchen aber Blöcke. Ich weiß, dass wir drüben noch nicht bei mir gelootet hatten. Das ist ja auf jeden Fall ein sehr kurzes Video. Würden wir jetzt hier direkt die Runde so gewinnen. Aber am Ende ist das so ein Full-Tier-Typ. Da habe ich noch ein bisschen Angst vor momentan, aber wir schauen mal. Er hat auf jeden Fall keinen Enchanted. Ich glaube mal, das ist ein Tank-Kit gewesen. Ja, nee, ein Tank-Kit ist ja Enchanted. Mal gucken, was wir da rausholen können jetzt. Er baut sich auf jeden Fall auch hoch. Das ist ein gutes Anzeichen für uns. Aber wir sind noch nicht full regent. Ah, ich habe Angst, dass er... Ja, genau, er hat einen Rot. Wir haben halt keine Corp-Webs mehr. Das haben wir wirklich dafür benutzt. Das mache ich ja eigentlich gerade. Ihn zu OP-Webben. Das hat gut funktioniert. Das hat ihm schön viel Damage gemacht. Aber ich glaube, wir hätten ihn trotzdem nicht bekommen. Es müsste ausreichen. Es reicht nicht aus. Nein. Schade. Ah, Mist. Aber ich glaube auch nur wirklich, weil wir gehittet wurden in der Luft. Aber egal, nichts so, ne? Okay, die Map ist eigentlich ganz gut dafür. Aber es wird halt trotzdem schwierig, weil man hier ganz gut... So, wir dürfen natürlich alle Items, die wir haben vom Kit her, natürlich noch verstärken. Sprich, wir hatten jetzt zwei Cobwebs. Da dürfen wir uns natürlich noch mehr Cobwebs rausnehmen. Man spielt ja mit den Items, die man mit dem Kit bekommt. So, nur Knockback-Stick und etc. dürfen wir uns ja nicht holen. Die Map ist eigentlich ganz gut zum Runterlaufen, aber auch nur auf den Inseln. Weil ansonsten, ihr seht, das ist ziemlich breit. Der Knockback-Stick, der ist jetzt nicht so krass, dass man sagt, der knockt wirklich auf eine größere Distanz. Ich glaube, da ist Sense schon effektiver und die macht auch ordentlich mehr Damage. Aber gut, wir spielen einfach ein bisschen auf Safe. Der auf jeden Fall dieses abbaut. Oh, der. Sieht gefährlich. So, wir sind auf der nächsten Map Viking angekommen. Die letzte Runde war ja nicht so erfolgreich. Aber wir hätten es tatsächlich wirklich mit der ersten Runde direkt beenden können. Ich, auf Camping war das, glaube ich. Hätten wir direkt einen Schlussstrich ziehen können. Aber da haben wir ein bisschen doof gespielt. Wir hätten nicht runterspringen dürfen. Aber gut. Ich weiß gar nicht. Ja, komm, wir nehmen die Pearl mit. Das ist nicht wirklich ein Item, womit man den Gegner Schaden machen kann. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir in die Mitte. Wir brauchen natürlich Blöcke, damit wir uns fortbewegen können. Ja, gut. Da ist schon der erste Kandidat. Die sind halt alle so gut equipped. Ein Schlag. Und wir haben ihn. Stark. Das war richtig gut. Ist hier was zu essen? Ja. Ist der nächste Kandidat. Wir müssen ihn seitlich hitten. Boah, der fliegt weit. Die kommt nicht. Die kommt. Oh my god. That is so amazing. Das ist der nächste. Und da haben wir ihn, let's go. Zweiter Kill. Ja, leider keine Ender Pearl oder irgendwas, was wir mitnehmen können. Noch ein Gegner. So, wir haben das ganze Zeug weggeworfen. Das wir auf jeden Fall nicht benutzen dürfen. Das war ja mit dabei.
Ich würde eigentlich ganz gern von der Mitte hier runter. Damit wir den dann schön da auf der Seite runter knocken können. Wir bauen mal lieber auf Save, wir haben ja keine Eile. Ah, da hinten ist er. Okay, er ist nicht gut equipped. Wir lassen... Ah, er hat ein Dia-Schwert. Okay, da müssen wir extrem vorsichtig vorgehen. Okay, weiß ich ja jetzt nicht. Wir müssen uns einen guten Spot raussuchen, wo nicht viel gebaut ist. Er kann uns gleich einmal hitten oder so, da müssten wir aber auch schon tot. Naja, zweimal. Zweimal, dann sind wir auf jeden Fall tot. Der Spot hier ist halt nicht gut. Tun mal so ein bisschen, als ob wir hier im Dings chillen. Jetzt kommt er. Und jetzt. Oh nein. Okay. Noch ein Hitten, das war's. Ja! Ja, das ist es! Das ist es! Oder? Ist es das? Ja! Wir haben die Runde gewonnen! Challenge geschafft! Nur mit dem Bad Wars Kit eine Runde Skywars gewinnen. Wir haben wirklich nur die Items aus dem Bad Wars Kit benutzt. Genauso wie die Rüstung. GG auf jeden Fall an dem Fall. In dem Fall. Oh mein Gott. Ich dachte, ich sitze jetzt hier bestimmt eine Stunde, zwei Stunden an der Aufnahme. Es ging aber doch eigentlich relativ flott. Weil ich bin nicht der Beste in Skywars. Aber trotzdem. Und ich glaube sogar noch mit 3 Kills. Also das kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Also wenn ihr mehr von diesen Videos sehen wollt, dann lasst gerne mal ein Like und ein Abo da. Ey, wir haben wirklich nur die Items auch in den Bad Wars Kit. Noch nicht mal Rüstung haben wir geändert. Wir haben nur Webs, weil wir hatten ja das Item Web und das konnten wir natürlich dann aufstocken. Wir haben die Runde damit gewonnen. Ja, GG auf jeden Fall. Könnt ihr mal eure Meinung in die Kommentare reinschreiben. Oder weitere Challenges, die ich mal machen soll. Dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin, euer Age Analyzer. Ciao, ciao. Oh mein Gott.